Willkommen Fans des VfL Wolfsburg, vor den Nachrichten bitte ich euch, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit ihr die nächsten Wolfsburg-Nachrichten nicht verpasst. Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel der Bundesliga-Saison 2022-2023 ist zwar kompliziert, dafür aber unmissverständlich. Der VfL Wolfsburg ist auf Schützenhilfe angewiesen, muss am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den bereits feststehenden Absteiger Hertha BSC aber erst einmal seine Hausaufgaben erledigen. Dann stehen die Chancen auf die Qualifikation für den Europapokal gar nicht mal so schlecht. Vor dem Saisonfinale der Bundesliga stellte sich Niko Kovac am Freitag den Fragen der Medienvertreter. Dabei sprach der VfL-Cheftrainer über die personelle Situation, die bekannten Verletzten sind weiterhin verletzt, ansonsten sind alle Jungs dabei. Omar hat gestern im Zuge der Belastungssteuerung pausiert, war aber heute wieder beim Training dabei, den Abstieg von Hertha BSC. Klicken Sie bereits jetzt auf den Like-Button, damit YouTube die VfL Wolfsburg News immer weiter empfiehlt. Für mich als ehemaligen Herthaner und gebürtigen Berliner ist es natürlich sehr traurig, dass es so weit gekommen ist. Aber so ist der Sport. Ich hoffe, dass wir die Hertha nach dem einen Jahr wieder in der Bundesliga sehen werden, den Gegner aus der Hauptstadt, vielleicht gibt es aufgrund der sportlichen Situation einige Änderungen in der Startelf. Ich bin mir aber sicher, dass diejenigen, die auflaufen werden, alles geben, um sich anständig aus der Bundesliga zu verabschieden. Die Vorbereitungen auf den letzten Spieltag, wir haben nichts Außergewöhnliches gemacht. Jeder Einzelne weiß, worauf es am Samstag ankommt. Wir bleiben bei dem, was uns in dieser Saison so erfolgreich gemacht hat. Die Jungs haben sehr konzentriert trainiert. Jetzt müssen wir das morgen nur noch auf den Platz bringen, dann gibt es nach dem Spiel hoffentlich etwas zu feiern. Fans des VfL Wolfsburg, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten vom VfL Wolfsburg zurück.